Wir hatten in der Böll-Stiftung mehrere Jahre gearbeitet zum Schwerpunkt Gut vertreten, Update für Demokratie. Und ich habe unter anderem von Grünen immer wieder gesagt gekriegt, wir sollten mal aufhören, da so naiv unterwegs zu sein und so weiter. Da gibt es jede Menge Vorurteile gegen Beteiligungsbegehren und so fort. Ich bin nicht so ganz optimistisch, dass alle Grünen schon hinter uns stehen. Von daher herzlichen Glückwunsch, dass ihr dieses Verwaltungsnetzwerk habt und so weiter. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die innerhalb der Grünen auch geführt werden muss. Wir hatten mehrere Fachtagungen zur Frage, wie organisieren Städte und Kommunen innovativ eine gute Kommunikation zwischen Politik, öffentlicher Verwaltung und Stadtgesellschaft? Und welche Erfahrungen gibt es, diese Praxis auf die Ebene der Länder, der Bundesländer zu übersetzen? Da ist noch sehr wenig Erfahrung da. Berlin geht jetzt ein paar Schritte, das finde ich gut. Die Erfahrung zeigt insgesamt, dass das mit Naivität wenig zu tun hat. Diese gute Kooperation zwischen Verwaltung und Stadtgesellschaft ist ja weder Heilsversprechen noch Sonntagsspaziergang, sondern voller Herausforderungen. Aber da bin ich überzeugt von, mit vielen anderen auch, es ist eine Chance auf bessere Prozesse, bessere Ergebnisse und mehr Vertrauen. Und das sollten wir als Chance begreifen, denn wir sehen ja aktuell mal wieder mit Händen zu greifen, dass die Rahmenbedingungen renoviert werden müssen für Demokratievertrauen, für Demokratieresilienz und Attraktivität. Und Handeln ist gefordert und das heißt in dem Fall eben auch zu lernen, den Handwerkskasten zu benutzen, der sich uns bereits bietet und auftut. Ich habe drei Punkte und einen Schlusssatz. Die drei Punkte sind: erster Tipp, kommunale Praxis wertschätzen, auswerten, weiterentwickeln. Denn die Innovationen entstehen sehr häufig in den Kommunen, auch in Berlin, in den Bezirken. Neue Lösungen müssen ja vor Ort jeweils passen. Viele Städte haben hier Ziele öffentlich diskutiert, Leitbilder neu entwickelt, Satzungen überarbeitet, Stellenzuschnitte verschoben, Gelder umverteilt und so weiter. Auch in Berlin ist vieles passiert. Das alte Berliner Handbuch Bürgerbeteiligung gibt eine prima Zusammenschau und eine Menge Erfahrung haben in Berlin übrigens auch gerne übersehen. Etliche städtische Wohnungsbaugesellschaften, also zum Beispiel Stadt und Land, aber auch andere haben einen ganzen Kasten voller guter Praxiserfahrung. Mein zweiter Tipp, die Landesebene muss solche demokratischen Innovationen rahmend unterstützen. Berlin hat hier in Sachen politischer Kultur eine Menge Nachholbedarf, da sind wir uns wahrscheinlich einig. R2AG hat da schon einiges getan, gerade in der letzten Zeit haben die Grünen ein paar tolle Sachen vorgelegt. Unter anderem ist aber auch eine Landesengagementstrategie in Arbeit. Der Beirat ist Corona-bedingt gerade etwas ausgebremst. Und letztes Jahr hat sich Berlin auch Leitlinien für Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung gegeben. Die wurden verabschiedet, fand ich toll. Leider ist das ganze Ding nicht so richtig als R2G-Regierungsprojekt angekommen. Und weil es angebunden ist, nicht bei der Kanzlei, sondern als Projekt der also Stadtentwicklungsthematik sozusagen, ist ein Projekt bei Frau Lomscher. Aber ich glaube, dass solche Leitlinien für Bürgerbeteiligung Sache des Landes sein müssen und sie sollten dringend als grünes Anliegen erkennbar sein in der politischen Kommunikation und im Prozess. Ich glaube, generell gilt, dass Grüne sich gut damit beschäftigen könnten, mehr gegenseitig von ihrer Landespolitik zu lernen. Das wird euch jetzt nicht überraschen, dass ich auf Baden-Württemberg hinweise. Diese grüne Regierung aus dem Protest geboren, machte zu ihrem Mantra diese Politik des Gehörtwerdens. Und hier wurden wirklich zahlreiche Innovationen in Dialog- und Beteiligungskultur erprobt, inklusive Begleitforschung und Evaluation. Hier wurde die Verwaltungsausbildung wirklich renoviert. Also die Amtsleiterinnen müssen den Instrumentenkasten der Bürgerbeteiligung können und studieren und anwenden. Das führt zu meinem dritten Tipp oder Hinweis. Grüne müssen sich für Verwaltungsaus- und Weiterbildung interessieren. Da wurde jetzt von euch schon etliches gesagt, ihr seid natürlich voll in der Praxis, aber mir sagte vor 2 Jahren der Chef der Berliner Verwaltungsakademie, dass nach dem Regierungswechsel ein halbes Jahr sich niemand dafür interessiert hätte, wer eigentlich in der Politik bei R2G für die Verwaltungsakademie zuständig sei. Und dann wurden sie der Finanzverwaltung zugeschlagen. Das ist jetzt also Kolatz-Ahnen, SPD. Der hängt sich da mittlerweile, glaube ich, ganz gut rein. Aber ich meine, wir sprechen hier von der Personalschmiede der öffentlichen Verwaltung Berlins. Und deren Leitung ist durchaus neugierig und innovationsbereit aufgestellt. Und er sagte damals jedenfalls, er kennt im Grunde nur Ramona Popp von den Grünen. Das hat sich hoffentlich geändert. Aber gefordert ist hier der Blick auf die Lehrinhalte der von künftigen Verwaltungskräfte, aber auch der Blick auf die Abnehmerseite, das heißt Fort- und Weiterbildung. Und das braucht Ressourcen, Zeit, Geld und Interesse auf den Leitungsebenen der Ämter. Letzter Satz, habe ich vorhin schon gesagt.
Richtig cool fände ich eine grüne Bezirke-Konferenz, in der Erfahrungen evaluiert werden und Ableitungen für die Landespolitik verabredet werden. Vielen Dank.